Hallo miteinander, ich bin Adrian Babic, ich arbeite im Vivarium als Tierpfleger und ich würde heute gerne etwas über die Futterzubereitung bei den Fischen zeigen. Was wir heute werden machen, ist ein bisschen Futter bereitstellen, mal ein bisschen zuschneiden, mundgerecht portionieren und euch ein bisschen zeigen, was alles unsere Fische bekommen. Also, jetzt werden wir das Futter aus dem Gefrierer holen und eigentlich vorbereiten zum Auftauen. Kommen wir mal mit. Also, wie ihr das gesehen habt, haben wir sehr viele verschiedene Futtersorten. Das sind natürlich nicht alle, aber wir könnten mal gerade davon rüsten. Also, soweit habe ich einmal gerüstet und jetzt geben wir überall einmal Wasser rein, um alles schön aufzutauen. Dass wir dann am Nachmittag das Futter auswaschen können. So, dann wären wir soweit. Jetzt geben wir das Futter eigentlich vorbereiten, zum Verfüttern, was wir hier aufgetaut haben über den Nachmittag. Was wir hier haben, das ist ein Mischfutter, das ein hauseigenes Rezept ist, das wir eigentlich relativ mit Fischfleisch, aber auch Garnelenfleisch und pflanzlichem Futter eigentlich können ein bisschen ergänzen. Also es ist eigentlich in einem gut ausgewogenen Verhältnis von 50 zu 50 pflanzlich zu fleischlichem. Das heisst, wir haben eigentlich für alle Fische etwas, was sie können verwerten und der Rest ist Ballaststoff. Also es ist ein gut ausgewogenes Futter, das wir haben. Nebendran können wir das noch supplementieren. Mit zum Beispiel ein bisschen Weizenkleien, die auch noch Ballaststoff sind. Wir haben hier ein Gemisch von Braunalgen, Grünalgen, Brennnesselpulver. Also es ist Chlorella, Spirulina ist drin und Fucuspulver ist drin. Und dann machen wir noch ein bisschen Trockenfutter dazu, das schon fix fertig ist. Dann haben wir wirklich schon ein sehr breitbandiges Futter, das wir geben können. Ich muss jetzt beim Mischfutter schauen, dass es eine gute Konsistenz hat. Und dann geben wir es am Schluss noch mit ein bisschen einem Vitaminpräparat noch ein bisschen supplementieren. Am Schluss sollte ich einfach schauen, dass das Futter einigermaßen fest zusammen ist. Mit dem kann ich es eigentlich ein bisschen strecken noch einmal. Mit dem Mischfutter hier. Bis ich die gewünschte Konsistenz habe. Und am Schluss tun wir es noch mal schnell ein bisschen in den Kieler rein, dass es die nötige Festigkeit wieder bekommt. Also sieht schon super aus. Wir haben noch ein Astaxanthin drin, das eigentlich das Ganze schön rot färben tut. Das hat zwei Vorteile. Die Fische bissen sehr gerne bei einer schönen Farbe. Das ist wie bei uns. Wir essen auch lieber gerne mal eine reife Frucht, die gewisse Farbe hat. Plus das Astaxanthin, das ist ein Krebsrot, das ist ein natürliches Farbemittel, wo die Fische auch noch ihre Rotfärbung können besser ausprägen damit. Jetzt sind wir so weit, dass wir eigentlich einmal die Sachen schneiden. Und mundgerecht portionieren, ist ja klar, wir haben kleine und grosse Fische. Und dass es für alle etwas hat oder für jeden ein Biss abbekommt, die wir einen gewissen Teil auch schneiden. Jetzt gerade mal den Fisch machen. Das bekommen vor allem jetzt die Haie, trocken. Das ist eigentlich für das Becken jetzt gedacht. Jetzt haben wir hier Galamar. Galamar mache ich es auch so, sie sind relativ grosse Tiere im Moment, da muss ich sie ein bisschen teilen. Und nachher tue ich eigentlich gerade noch schnell den Körper von ihnen noch würfeln, sodass wir ein bisschen kleineres Futter haben und aber auch gröberes Futter, dass das auch kleine Fische können essen, weil so ganz am Stück ist das nicht so einfach. Jetzt kommen wir eigentlich zum Futter auswaschen.
glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man eigentlich das überflüssige Wasser, das eigentlich vom Frieren drinnen ist, wo eigentlich das Wasser trieben oder das Wasser unnötig belastet, dass man das ein bisschen rauswäscht. Weil wir, das können ja die Fische nicht wirklich verwerten. Und von dem her gesehen, wenn wir das auch nicht im Aquarium drinnen haben. Jetzt haben wir das Futter gewaschen. Jetzt sieht man auch, ein bisschen, was wir hier alles zur Verfügung haben. Es sieht natürlich super aus, wie in einer Sushi-Bar. Sogar viel besser noch. Ich glaube, ich fange hier gerade mal ein bisschen an zu erklären, was wir hier den Tieren alles geben. Also wir haben hier Krill, das kennen die meisten. Das ist eigentlich auf der Welt das Tier mit der grössten Biomasse. Also es gibt am meisten von denen, sogar die grössten Tiere, die essen von dem Krill, also Blauwal, die zehren auch von dem. Dann haben wir den grossen Krill, Babykrill. Dann haben wir Rädertierchen, gefrorene, dann Lobstreio. Da haben wir jetzt auch Fischstückchen, das ist jetzt gerade Maräne, die ich habe. Herzmuscheln, Miesmuscheln, Shrimps habe ich. Da haben wir schwarze Muggelarven, weisse Muggelarven. Ich habe noch gehackte Muscheln. Etwas, was die Fische sehr gerne haben, das sind die Polychäten. Das ist wirklich überall sehr beliebt, sogar bei den Süßwasserfischen. Da habe ich ein bisschen Kalamar ganz klein geschnitten. Da haben wir Sandgarnelen drin, Schwebegarnelen, klein einmal, Schwebegarnelen gross. Dann haben wir hier Makroalgen, das sind verschiedene Grünalgen. Strandkrabben. Nochmal zwei so Galamaköpfe, die wir hier gehackt haben. Und hier ist ein gemischtes Haifutter noch einmal für trocken, Haie, aber auch unsere Garibaldis. Vielleicht hier auch noch ganz schnell, auch vielleicht sieht man es leider nicht durch die Kamera. Hier haben wir Lebendfutter. Das ist auch für unsere Korallen zum Beispiel oder einfach viel für unsere Blumentiere, also Nesseltiere, wo man die Nesselkapseln auslösen kann und die Tiere eigentlich auch füttern kann. Jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir das Futter gewaschen, es ist eigentlich alles zusammen, jetzt können wir füttern. Ich gebe lieber ein paar kleine Portionen rein, dass das immer schön gegessen wird, wie dass ich jetzt grosse Portionen gebe und die Hälfte vom Futter geht oben runter am Boden. Zwar hat es sicher Reste von Tilger am Boden, aber man schaut eigentlich, dass man so wenig Futter reinbringt wie möglich, sodass eigentlich gerade alles gegessen wird. Was vielleicht wichtig ist zum Wissen ist, dass die Fahnenbärschli sehr, sehr kleine Mägen haben und sehr, sehr kleine Enddarm. Das heisst, sie müssen eigentlich permanent Futter haben. Wir gehen sicher mindestens 2 bis 3 Mal durch am Tag und geben diesen Tieren etwas zu futtern, immer ein gestopftes Bäuchchen haben. So, jetzt füttern wir ein Süßwasserbecken. Jetzt muss ich ganz kurz den Filter mal abstellen. Ich gebe hier halt auch verschiedenes kleines Futter, das grobe Futter, das ist halt eher für die groben Fische natürlich. Sie könnten sicher auch nagen, aber ich mache es ihnen einfach und gebe ihnen eigentlich mundgerechte Portionen. Eigentlich hier ist es genau das gleiche wie im Meerwasserraum. Man schaut, dass man keine oder fast so wenig wie möglich Futterreste übrig hat am Schluss. Und ich probiere auch so vielfältig wie möglich zu füttern. Das ist noch relativ relevant, weil ich doch mit gewissen Futtersorten nur füttern kann. So, jetzt gebe ich überall auch noch ein bisschen Mischfutter rein. Das Mischfutter ist eben ein wahnsinnig gutes Futter. Auch für die bodenlebenden Fische noch einmal. Für unsere Barben, die wir da drin haben. Das ist wirklich ein sehr beliebtes Futter, das eigentlich generell bei den Fischen sehr gut ankommt. Es gibt ganz wenige Tiere, die es bei uns verschmähen.
Wo wir natürlich auch drauf schauen, ist, dass die Tiere einigermaßen nicht zum Überfetten neigen. Das heisst, wir müssen auch ein bisschen wissen, wie die Gesundheit oder der Zustand, der Ernährungszustand ist vom Fisch. Und wir schauen natürlich, ein Teil ist sicher eine Momentaufnahme. Das heisst, der Bauch, was man sieht, wo gefüllt ist, das ist eine Momentaufnahme. Und eigentlich schauen wir ein bisschen auf den Rücken. Und der Rücken sollte eigentlich schön schnittig sein. Oder eine schöne Form haben. Und er sollte nicht überrundet sein, aber er sollte auch nicht eingefallen sein. Also am Fischrücken sieht man, wie der Fisch über längerfristig einen guten Ernährungszustand hatte oder nicht. Haben wir noch mal ein bisschen Schwebegarnelen gegeben. Dann geben wir noch ein bisschen weisse Buckelarven. So, jetzt kommen unsere Haie dran. Zuerst gehe ich gerade mal das grosse Futter rein oder die Köpfe, die ich mal präpariert habe. Jetzt gebe ich relativ schnell das andere kleine Futter auch rein, weil die Haie, die schmecken das natürlich und dann kommt eine wahnsinnige Nervosität plötzlich ins Becken rein. Man sieht jetzt halt, dass die Tiere eine sehr schnelle Schwimmdynamik jetzt haben und sehr aufgeregt sind. Was man jetzt sehr schön sieht, ist, dass die Haie und auch Trocken keine Schwimmblasen besitzen. Das sieht man so gut daran, dass mit ihrem Schwimmverhalten, das sie haben. Gerade bei den Rochen, die liegen ja sowieso auf dem Grund. Und bei den Haien, die müssen eigentlich permanent schön in Bewegung bleiben. Oder eben gleiten, dass sie eigentlich im Wasser schön im Auftrieb haben. Also, das war es mit unserer kleinen Runde hinter den Kulissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss noch den restlichen Fisch füttern. Ich hoffe, bis bald im Zolli. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.